Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Ego Thüringen. Wir ernten aktuell auf Feld Nummer 16 Raps. Auf 48 wird noch Gerste geerntet, den Rest. Und auf 49 haben wir begonnen mit der Ernte mit auch mal Gerste. Überführungsfahrzeuge klappen nun. Hat er den verkehrten Modus eingestellt gehabt. Jetzt werden wir halt sehen, dass wir das hinbekommen. Leer. Nehmen wir gleich den roten auch mit, bevor wir auf den anderen Takt überspringen, auf über den Gerstefeld. Das wird sich eh nicht ganz vermeiden lassen, dass wir in den Gegenfrucht reinkommen. Aktuell fahren die Drescher mit Helfer, außer der Orange, der fährt mit Kursblech. Und der wird auch voll sein. Dürfte auch leer sein. Gerade leer gemacht, passt. Ich habe zu viele Fahrzeuge. Der ist hier fertig, passt. Dann werden wir gleich den anderen Streifen noch mitmachen. Wir werden erst mit der Aussaat beginnen und später mit dem Krankenwagen drüber. Das geht auch. Dass die jetzt haben wir Herbst beginnen. Naja, gut, das sind zwei Tage. Das wird knapp mit Gras. Wird nicht funktionieren. Glaube ich nicht. Unwahrscheinlich. Ist da nur eins? Beide voll. Noch blöder ist, dass da wieder eine Frucht steht. Aha, nee. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das heißt also für mich, wenn wir im Feld anfangen, dann auch durchziehen. Oh, ist das blöd. Verband wollte nicht speichern. Das war mir ein bisschen zu aufwendig, beziehungsweise man findet es ja nicht wieder. Nächstes Mal. Der nächste voll. Jups. Auch das klappt immer in die richtige Richtung. Mal ganz kurz. Licht anschalten. Mikrofon ran, damit er zu hören ist. Wir müssen nur mal ganz kurz den Anhänger leer machen, Überlader, und dann geht er Richtung nächsten Drescher.
das Frage. Das ist jetzt die Sonntagfolge mit einem schönen Sonntag. Wollen wir mal überlegen, ne? Und gleich im ersten rein. Auch richtig rein, sieht besser aus, wenn reingeht. Aber ich stelle mal fest, wir haben einen sehr, sehr guten Ertrag. Wir kaum hinterherkommen mit dem Abladen. Wir schicken mal gleich los, weil der Migrant hier gleich auch sehr gut gefüllt ist. Ups. Tschüsschen. Wäre ein bisschen prozentig jetzt. Na gut, dann kriegen wir gleich ein bisschen rein. Wir fahren eh gleich zurück. Das erste wieder einer voll, das zweite ist auch wieder voll. Naja. Erstaunlich, dass er jetzt hier mit der einen Bahn genauso viel Ether wie doppelt. Hätte eigentlich noch schon mit weiterfahren müssen, ne? Nee, früher Herbst, im Prinzip 2 Tage und 3 Tagen wäre der Winter. Das hieße, das Gras müsste dann keimen und am letzten Tag müsste das erntereif sein. Glaube ich eher nicht. Zumindest können wir dann im Frühjahr ernten am zweiten Tag. Das wäre eine Heidenarbeit, das ganze Ding. In die Silage zu bringen und dann nachher aussehen Mais, Körner Mais oder so. Tja, er hat im Grunde voll bekommen. Ah gut, okay, er hat ja auch die Bahn zwischen hier das hier gemacht. Da war ja auch schon entsprechend voll. Sonst hätte es ja nicht sein können, ne? So, 3% noch einfüllen und dann ist er voll. Der LKW. Ey, hat er noch Probleme? Er der Veranstalten hier. Auf ein Rad fahren oder wie macht er das hier? Ist doch gar nichts. Ah, hat er schon mal gemacht irgendwo. Das dürfte aber gleich voll sein. Und tschüss. Bleib stehen. Muss irgendwas sein, entweder Drescher oder so, ich weiß es nicht.
Auch nicht schlecht. Ja, lass ihn mal fahren. Wie Lohnzahlung. So viel? Karte und Objekt blockiert. Wo ist Kato? Hat das Objekt auch einen Namen? Wie weit weg? Also Raps ist fast fertig, sagt man nur. Den haben wir auch gleich leer. Gerade günstig. Hast du dich verlaufen? Warst du Kato? Ach, kann ja wohl normalerweise. Ja. Hatten wir Probleme? Sachen gibt's nur einmal. So, dürfte mal normalerweise was reichen hier. Sollte. Na, schon zurück. Gerst unterwegs noch. Kann man gleich Raps bei Gen aussehen und schaffen irgendwie. Das ist der Wahnsinn. Auf der Arbeit. Und alles wegen der BGH. Ne, Quatsch. Wegen der BGH, wegen Gras, Stress. Irgendwie noch gelingen, dass wir uns das hinkriegen, dass wir da noch Dünger, LKW, unser Gerste Fuzzi, Gras. Ey, ach so, Pappeln. Gras. Das hat er ja mal erwähnt, dass das Pappeln nicht geht. Jetzt kriegst du gerade die Meldung, dass das nicht hier funktioniert. Auch nicht schlecht. Konnte er Pappeln vergessen?
ganz wichtige Frucht. So, das ist vollgetankt. Nicht gerade heile. Wieso ist er kaputt? Ich richtig erinnere, ich alle repariert gehabt. Und gewaschen. So fällt 60 Grad einsehen. Müsste mal testen, aber klappt, weiß ich nicht. Aber die Felder werden einigermaßen kaum Gefälle haben, dass sie die Ballen nicht wegrollen können. Also war der Ball ein bisschen zu umständlich, muss ich ehrlich sagen. Gleich Brat machen hier hinstellen und dann schauen wir gleich. Schon lästig fast. Der ist fertig. Gut, dann können wir den mal gleich leer machen und runterfahren. Batterie ist wieder halb voll, 80%. Ja, halb voll ist gut, das wird mehr als hier halb voll. Wir fahren dann mal rechts rüber, dass wir dann gleich die Aussaat beginnen können. Das machen wir dem auch. Ein bisschen laufen können wir trotzdem. Mit Stress. Wenn den gleich startklar für Weizen fällt, da haben wir Verband. Dann müssen wir weiterarbeiten. Oder wir machen das anders. Komplett mit mit Abfahrer. So. Der hat mal leer gemacht, so. Dann kriegen wir den Anhänger auch noch voll. Das ist gut. Ja, wenn die Aussaat hier läuft, können wir in aller Ruhe Gerste weitermachen. Wird eh stressig genug, in Anführungszeichen. Das läuft ganz gut, wenn er mit dem Träger ist. So, Feldmodus bzw. Aussaat.
Kursgenerierung, Feld 60, ein Fahrzeug, 15 Meter, Vorgewende noch 2. Generieren nochmal ganz kurz. Ersten B-Punkt, Gras, noch Fahrer einstellen, arbeiten lassen. Dann fahren wir den Dolz hier mal weg, oder den Fendt. So. Der ist voll. Ich bin auch gleich voll. Wie man natürlich hier fahren kann am Strich, am Kurs. Woanders hin. Wieso will er jetzt rückwärts fahren? Das muss ich nicht verstehen. Muss ich den Kurs immer noch mal neu laden? Dann müsst ihr aber erst speichern. Gut, dann war das sicherlich eine Magnetverstörung, keine Ahnung. Jetzt macht er die Arbeit nochmal weiter. So viele Fahrzeuge. Ja, das ist typisch. Ich stelle mal fest, mit zwei Feldern und beziehungsweise drei Feldern ein bisschen viel. Aber das legt sich im Prinzip schon. Raps ist ja fertig. Wir müssen jetzt nur halt die Gerste hinkriegen bekommen, also von beiden Feldern normalerweise. Gerst ist auch fast erledigt. Und dann werden wir sehen, dass wir auf Feld Nummer 12 mit einmachen und mit einem automatischen Abfahrer. Sollte jetzt mittlerweile schon gut funktionieren. Dann können wir ihn gleich mal leer machen. Heute ist er schon ziemlich voll. Also im Grunde ist schon Raps erledigt, alles gut. Aber trinken, staubige Luft heute, Prost. Wenn wir sehen, dass wir ja gut später auch die ganz großen Fälle mit 4 Hammern arbeiten. Und viel mehr mit Cosplay. Na, das Gerste dürfte auch alles sein, das Gerstefeld, das ist auch nicht mehr viel. Können wir den Raps wegschicken gleich.
Und die ersten beiden Drescher zurückfahren zum Hof auf Weizenfeld. Weizenfeld. Und hier haben wir gleich den nächsten losschicken. Holen ein Sägerät, eine Sägemaschine. Entsprechende. Junge, nee. Weniger. Null. Mist. Natürlich Not. Und das war heile. Da war der andere nicht repariert. So, Sonnenblumen nicht. Krass. Der hat einen vollen Tank und vollen Saatgut. Oh, da geht's bergab. Neue Karte ist in Arbeit. Aktuell bekommen die Gebäude noch mit dem Schnee. Und Bäume auch. Aber wann es soweit ist, keine Ahnung. Also eins weiß ich, wahrscheinlich, so hoch wahrscheinlich, neue Karte beginnen. Praktisch werde ich mir das so machen, dass ich das zusammenrechne, den ganzen Wert, das Geld entsprechend gutschreiben und dann die Fahrzeuge kaufen. Wird ein bisschen schwierig, umfangreich. Das muss ich alles vorher fertig machen, weil sonst das ist ja in der Aufnahme gar nicht zu machen. So, liebe Frau Landwirtschaft, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Montag wieder da seid. Dann sage ich Tschüss und wir gehen gleich. Ciao, bis dann.